Hallöchen, meine Lieben. Ich begrüße euch zum D-Day bei Tropico 5. Fuck. Lass mal so streiken, egal. Ich glaube, wir kriegen ein Problem. Die Delegation. Hallo, Dummkopf! Diesen neuen Gruß lernte ich bei meinem letzten diplomatischen Besuch der Achsenmächte. Franz Ferdinands Tod hat einen Krieg ausgelöst. Hoffen wir, dass es ein Weltkrieg sein wird. Okay. In der letzten Folge gesagt, ich glaube, wir haben ein Problem. Und wir haben ein Problem. Ich glaube, wir müssen noch mal komplett neu starten. Hallo, der Orden kann Ihnen keine Zeit mehr kaufen, Präsident. Ich befürchte, wir müssen hier noch mal komplett neu starten. Wir haben ein Problem. Oh Mann. Bevor wir gestürzt werden, jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja, wir haben keine Verteidigungsmöglichkeit. Ich muss hier neu starten. Das ist ja kacke, Leute. Unsere Freunde, die Schreihälse, bitten Sie darum, ein Bündnis zu schließen. Diese Typen können wirklich nicht leise sprechen. Okay, Penultimo. Müssen wir schließen. Okay. Wir haben ein Problem. Starten wir nochmal neu. Okay. So. Da müssen wir jetzt im XXL-Verfahren und schnell. Der Orden hat seine Kontakte über. Okay. Jetzt müssen wir alles im Schnellverfahren vorantreiben. Wir haben noch 10 Tage Zeit. Und das ist eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Ja. Oh, Moment. Wahnsinn. Jetzt mal schnell bauen. So, hier hören. So. Eine großartige. Wir haben die Chance, mach mal ohne wieder, den wie immer. Der nächsten Bahnen zu beeinflussen. Ich hoffe nicht, wir kriegen ein Problem. Das meine ich immer. Pleite. Oh Mann. Dauert. Präsidente, stoppen Sie die... Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsidente. So. Ich hoffe nicht, dass wir wieder ein Problem kriegen. Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock. Und? Passt. Handel mal. Passt. Okay. Bau mal. Kaserne. So. Muss mal. Können wir nicht. Fuck. Zu teuer. Kamerad Präsident. Ja. So. Erlassen wir. Machen wir nochmal Schulden. Können wir nicht. Schwierig. Passt. So.
hoffe, dass die reichen. So, das passt. Mach mal Schnellbau. So. Härte fischt. Handel ist abgeschlossen. Passt. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir jetzt diesmal die Invasion gebacken bekommen. Sonst haben wir ein Problem. Bauen wir noch mal eine. So. Schnell. Dürfte man gut gewappnet sein für den Angriff. Und dann dürfte man das auch gewinnen. Hoffe ich. Mal 3 Militärbasen und das dürfte reichen. Lad mal die Achsen nicht drin. Mein Freund. Besser wir gehen diesen Snops aus. Genau. So. Delegation. Hallo, Dummkopf! Diesen neuen Gruß lernte ich bei meinem letzten diplomatischen Besuch der Achsenmächte. Okay. Franz Ferdinands Tod hat einen Krieg ausgelöst. Genau. Hoffen wir, dass es ein Weltkrieg sein wird. Genau. Nimm mal die direkt. Schon wieder eine Unruhen. Ja, wegen Staatsschuld in den Händen. Dann senden wir die Armee. Uns kamen wieder Bürger. Geil. Was haben wir hier? Leer. Voll. Passt. Und hier? Passt. Passt auch. Passt auch. Und da. Uni ist auch fertig. Bauen wir noch eine Farm. Eine Plantage mit Bananen. Zack. Auf Schnellbau und Straße. So. Fest. So, passt. Budget. So. Perfekt. Dauert. 13 Tage noch. Weiter. Fertig. Yay. Oder halb fertig eher. So. Ach, passt. Zwar wenig, aber gut. Da. So gut wie nichts, aber gut. So. Jetzt haben wir nicht mehr lange. Da bauen wir noch ein Büro, ein Transportbüro. Dahin.
Auf hoch. Jetzt könnte man es schon eher schaffen. So. Schlendern wir mal durch unsere Insel. Wunderschön. Wunderhübsch. Herrlich. Oh, da fällt eine Straße. Müssen wir noch eine Straße bauen. Genug. In Russland hat die große kommunistische Revolution begonnen. Unglücklicherweise mit überragendem Erfolg. Nun gibt es kein... Und? Passt alles. Alles im grünen Bereich. Bauen wir noch einen Turm. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so. Das reicht. Wir haben jetzt genug Panzer, um uns zu verteidigen. Der Orden kann Ihnen keine Zeit mehr kaufen, Präsidente. Okay, schauen wir mal. Wie es Lee Kane vorhersah, werden schon bald die Invasoren von Isla Rocha angreifen. Alles klar. Dann kommt. Zack. Bevor wir es wieder verlieren, das wäre nämlich scheiße. Kommen Sie. Für das Vaterland! Ihr solltet keine Frau reizen. So. Panzer gegen Panzer. Alle aus dem Weg. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Unsere Freunde, die Schreihälse, ja. Bitten Sie... Präsident, es tut mir leid, aber wir haben nichts entdeckt. Vielleicht können wir gegen eine kleine Lohnerhöhung etwas finden. Sagen wir 20%. Dann kann ich sicher ein paar brauchbare Bestechungsmethoden formulieren. 5% mehr und Sie bekommen ein Lehrbuch, mit dessen Hilfe die Bürger Tropikos den Touristen noch mehr Geld aus der Tasche ziehen können. Das Zollamt. So, schauen wir mal, wie die Schlacht ausgeht. Haben Zeit Sie abzudanken! Ja. Komm. Yay! Wir werden es euch zeigen! Komm! Geschafft, Sir! Yes! Kamerad, Präsidente, das rote Buch sagt... Okay. Ein Panzer steht noch. Ergebt euch! Und gemeinsam, yes. Adriana, haben sie die Möchtegern-Eroberer vernichtet. Ihr Zusammenspiel war schön anzusehen. Damit haben wir die Invasion gewonnen. Und starten in die nächste Mission. Auf Baubau. Das lassen wir, würde ich jetzt so sagen. So. Nächste Mission. Da
Alto Pico 5. Die Schlacht verlief ja sehr, sehr gut. Muss ich jetzt mal so sagen. Besser als erwartet. Krieg. Einfach schrecklich. Extrem teuer und kaum effektiv. Der Orden hat es mit Vernunft, Politik und Geld versucht. Aber jeder Versuch ist fehlgeschlagen. Um die Welt zu verändern, brauchen wir etwas Stärkeres. Wir brauchen Furcht. Wir brauchen eine neue Superwaffe. So zerstörerisch, dass allein das Wissen um ihre Existenz alle Kriege mit einem Schlag beenden würde. Es gibt nur einen Mann, der uns bei der Verwirklichung dieses Plans helfen kann. Der brillante Abraham Zweistein. Ich muss ihn aus dem kleinen Land schmuggeln, in welchem ich mein Geld verstecke. Schnapp Zweistein. Das würde ich sagen, lass mal. Passt alles so, wie es ist. Da muss nichts weiter verändert werden. Mein junger Schüler. Wie ich hörte, ist der brillante Wissenschaftler Dr. Abraham Zweistein aus Deutschland geflohen und versteckt sich jetzt in der Schweiz. Kaufen Sie die Schweiz mit 50.000 von Ihrem Schweizer Bankkonto. Heute gibt's einen besonderen Wettbewerb. Jeder, der die richtige Anzahl der Gesetzesnovellen errät, kriegt einen Drink aufs Haus. Wer dann noch eine Ahnung davon hat, woraus der Drink besteht, bekommt noch einen, denn er hat offensichtlich noch nicht genug. Und der Hauptpreis für diese und jede andere Nacht... Alle süßen Jungs gewinnen ein kostenloses Date mit mir. Ja, Lulu. Das machen wir dann danach. So. Viva la Independencia, Tropico. Nie mehr lassen wir uns die Fesseln der Europäer anlegen. Von nun an tragen wir unsere eigenen Fesseln. Made in Tropico. Viva el Presidente! Yay, Lulu. So. Okay. Mal nicht. Jetzt spielen wir im Zeitalter der Weltkriege noch, das passt. So. Okay. Erlassen wir. Die Baugenehmigung. So, passt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Nur wer das Verrückte versucht, erreicht das Unmögliche. Vielen Dank, Abraham Zweistein. Bitte lesen, wer will. Wen das interessiert. So. Bergwerk läuft. Dann bauen wir eine Plantage. So. Hoch. Machen wir einen Schnellbau. So. G. Passt. Brauchen wir noch eine Klinik und Arbeitsplätze. Das heißt, hier könnte noch eine Farm hin. Angesichts der Nachricht, dass unsere Bevölkerung nun 100 Insulaner erreicht hat, macht es mich traurig, dass es mindestens 2 Leute in Tropico gibt, die noch nie einen Fuß in die Jolly Roger gesetzt haben. Ihr zwei brecht mir das Herz. Habt ihr mich denn gar nicht lieb? Lulu, Schneider, Straße. So. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Okay. Alle eilen umher, um Verbündete für den Weltkrieg zu sammeln. Bankette und teure Geschenke sind Teil meines Alltags geworden. Alles klar, bau eine Botschaft. Bauen wir.
Müssen wir aber erst erforschen, glaube ich. Ja. Wir brauchen eine Klinik. Die bauen wir dahin nach oben. So. Wunderbar. Da passt auch noch was hin. Machen wir einen Schnellbau. Och, herrlich. Okay. Herrlich schön, die Insel. Das läuft. Hier könnte man noch Häuser hinbauen. Fällt jetzt mir so ein. Mach mal die Kirche hin. So. Und auch nach oben. Schnellbau am besten. Jawohl. Schön. Unser Gesundheitswesen ist so schlecht, dass wir endlich frei von den schädlichen Einflüssen moderner Medizin sind. Keine Impfungen wider Willen mehr. Keine Sender in unseren Zahnfüllungen, kein hippokratischer Eid, der den schnuckeligen Ärzten verbietet, mit mir auszugehen. Wen interessiert denn schon das Gesundheitswesen? Mitten in der Plantage schaut das ein bisschen scheiße aus. Bauen wir es dahin. So. Noch schnellbar. Das Bergwerk. So, passt. Kommt das Schiff schon? Brauchen die Kaserne. Baumer. Da. Da. Schnellbau. So, schön. Wird. Howdy, Presidente! Ich hörte von Ihrer noblen Mission und biete Ihnen ein Geschäft an, das Ihnen helfen könnte. In der Staatskasse herrscht eine solche Ebbe. Es wird immer wieder günstige Gelegenheiten geben, doch Sie können sich nicht nur auf Ihr Glück verlassen. Perfekt. So, passt. Genug rein. Passt auch, aber wenig. Okay. So, da. Gut. So, dort. Unterhaltung bräuchte man noch. Ja, der Rest passt. So. Bauen wir noch ein Kabarett. Das bauen wir dahin. Schnellbau.
den Slum läuft. Budget. Leer. Läuft. Tropico wird zu dem tropischen Paradies, das es sein sollte. Immer mehr Leute sagen Nein zum hektischen Stadtleben und leben stattdessen in Hütten, um eins mit der Natur zu werden. So ist's recht, Leute. Der Strand ist lang genug für alle. Und meine Bar ist rund um die Uhr geöffnet, um eure weltlichen Wünsche zu erfüllen. Okay, Lulu. Werden auch einige in Anspruch nehmen. So. Passt. Wir schauen auch mal vorbei. Wenn wir deine Bar finden. Da passt noch. Eine Kaserne hin. Bau mal da hin. Mensch, Schnellbau. Welch glorreiche Erfindung, Präsidente! Okay. So. Passt alles. Jupp. Best. Und da auch. Gut. Syras Perez. Auf das Timing kommt es an. Und ich glaube, dass die Zeit unserer Freunde in der Schweiz rasend schnell abläuft. Exportieren Sie 12.000 Bauxit. Dann schauen wir mal, wo eine Bauxitquelle ist. Da müssen wir erkunden. Und zwar... dahin. Schiff. Passt. So. Die Erkundung läuft. Ich möchte jetzt nämlich noch schnell Bauxit anbauen. Oder abbauen. Vielleicht ist das zufällig Bauxit. Das nehme ich noch eins. Erwarte Ihre Befehle. Okay, jetzt geht ihr daher. Und was ist das? Bauxit. Yay. Bauen wir gleich ein Bergwerk. So. Patsch. Und eine Straße. Verbinden wir mit da vorne. Noch. Hier bauen wir ein Transportbüro. Hoch. Schnepper. Hier auch. So. Jetzt kann der Abbau sofort beginnen. Dann nehmen wir den Magnat. Mal da. Kohle braucht man dann für Kraftwerke. So. Das passt schon mal. Bauen wir da noch. Passt. So, erlass mal. Können wir noch eine Kaserne bauen. Auf Schnellbau. Tropikaner laufen ja sehr ungern. Dutzende Strecken, bis läuft. Mein
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass die USA schon bald die Prohibition einführen werden. Okay. Müssen wir auch bauen. Bauen wir dann daher. Da. Zu teuer. Müssen wir warten, bis wieder Geld in die Kasse kommt. Geht. Okay. Läuft. Mach mal, das lassen wir noch, würde ich sagen. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. So. Genau. Das wäre geschafft. Präsident, wir konnten einfach keine Entdeckungen machen. Also beschlossen wir, die größten Errungenschaften der Franzosen zu stehlen. Dummerweise brachen wir daraufhin in ihr Museum für Militärgeschichte ein und brachten nur diese weiße Flagge mit. Die können wir höchstens als Tischtuch nutzen. Yay, die Botschaft. So. Soweit, so gut. Jetzt kann man sie bauen. Zack. Nee. Muss man so lassen. Und auf hoch. Und eine Straße braucht man noch. Mr. President, meine Forschungen zeigen, dass sowohl hiesige als auch internationale Kunden weniger für Produkte aus Tropico zahlen, als sie sich leisten könnten. Und Sie wissen ja, jeder Cent, den wir heute verlieren, ist übermorgen eine Million wert. Okay, erlassen Sie die Verordnung kostenpflichtige Gesundheitsversorgung. Machen wir dann noch, aber nicht jetzt. Okay, passt alles. Die ist gut. Passt auch. Passt. So. Quest. Mein junger Schüler, es ist an der Zeit, dass sich das Schicksal der Schweiz gravierend verändert. Investieren Sie 10.000 aus der Staatskasse. Wir müssen Lottoscheine kaufen. Okay, das dauert. Passt. 14.000 drin. Jetzt nimm was mit, komm. Yay. Jetzt können wir die Lottoscheine direkt holen, aber speichern. Ein junger Schüler. So. So. Das zügellose Liebesleben in Ihrer Familie hat zu einer unerwarteten Schwangerschaft geführt. Bin ein Fan von guten Skandalen. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Und so. Basiliosaka. Den machen wir. Genau. In Champagner. Genau. So. In Weiß. Ohne Hut mit Brille. So. So weit, so gut. Dann hätten wir fast wieder einen Part rum. Passt, steht auch. Läuft noch nicht, okay. Läuft auch. Damit wäre der Part auch schon wieder zu Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wir speichern jetzt erstmal. Speichern wir nochmal ab.
habe ich vorhin anscheinend nicht abgespeichert, sondern bloß abgebrochen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Folge ist...